Jo, Tag Leute, und ihr seht, es gibt was Neues, ein neues Projekt von mir, ein neues, richtig wahres Must-Play. Ja, ich habe mir wieder ein Spiel der ganz alten Sorte ausgesucht. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut, aus welchem Jahr es ist. Es müsste aber auch irgendwann in den 90ern rausgekommen sein. Für den PC, für den Amiga, für ja ein paar andere Systeme auch noch. Es ist so eine Art, ja, wie soll man sagen, Wirtschaftssimulation hat man, glaube ich, damals gesagt. Und ja, was rede ich denn so lange? Schaut einfach selbst. Ich bin hier noch auf dem Auswahlbildschirm. Habe die Möglichkeit, die Sprache einzustellen, entweder Deutsch oder Englisch, damit ihr das besser alles versteht. Wenn ihr es noch nicht kennt, machen wir das mal auf Deutsch. Und dann kommt erstmal so ein kleines Intro, das lasse ich durchlaufen. Und dann könnt ihr dann mal selber schauen und danach erkläre ich ein bisschen was. Ja, whoops, da habt ihr vielleicht gesehen, da wurden wir verwechselt. Und wir wollten eigentlich nur die nette Dame besuchen. Allerdings hat uns da so ein Typ einfach dann mitgenommen. Ja, und wo befinden wir uns? Das jetzt, um mal es aufzulösen, natürlich MAD-TV. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, ja einen Fernsehsender praktisch zu gestalten. Es gibt hier drei zur Auswahl: MAD-TV, FunTV und SunTV. Verschiedene Spielernamen auch mit verschiedenen Farben. Ich nehme mal den grünen. Das hat neben der schönen Farbe auch noch den Vorteil, dass die Büros auch ein bisschen strategisch besser liegen. Nenne mich natürlich hier Plexi. Und da ich das Spiel schon sehr oft gespielt habe, würde ich fast mal sagen, ich gehe mal auf die Stufe schwer. Ich will alles und wenn ich das jetzt nochmal durchspiele, dann bitte richtig und mit allen Schikanen. Drück neues Spiel und das Spiel geht los. Wir befinden uns in so einer Art Hochhaus mit mehreren Stockwerken, wo es ja verschiedene Räume gibt mit verschiedenen Funktionen. Ihr seht jetzt da die roten Büros gerade, hier jetzt die grünen, das sind meine. Und jetzt lernt ihr schon mal meinen Chef kennen hier. Willkommen bei MAD-TV, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Aufbau unseres Senders. Worauf warten Sie noch? Morgen wird der Sammy für die besten News vergeben. Ich will, dass wir ihn holen. Oh, da geht er gleich richtig los. Und das Allerwichtigste ist, ich muss erstmal schnell die Zeit verringern. Und ich glaube, das mache ich hier. Also jetzt nicht erschrecken, dass ich hier irgendwas anklicke, von dem ihr momentan noch gar keine Ahnung habt. Nee, wie ging das denn nochmal? Hier, genau. Die Zeit verringern. Ganz wichtig, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. So, jetzt gehe ich nochmal raus. Hier aus dem Büro, dass wir nochmal alles zeigen können. Und ja, hier sind praktisch meine Büros. Hier ist mein Archiv. Hier ist mein Chef. Das Nachrichtenstudio und hier natürlich mein Büro. Jetzt gibt es hier so verschiedene andere Sachen. Und eigentlich ist es jetzt schon ein kleiner Fehler, dass ich hier warte am Anfang, weil man müsste eigentlich direkt loslegen. Aber ich möchte es natürlich ein bisschen erklären. Ich gehe jetzt erstmal schnell in die Nachrichten und hat ja gesagt, es gibt einen Sammy zu gewinnen. Das ist so eine Art Preis. Und dann kaufe ich hier mal ein paar Nachrichten, nämlich die Gerüchte über den Super-GAU in Deutschland. Finde ich sehr interessant. Für 4.000 Dollar. Militärputsch in Paraguay. Warum nicht? Und schwere Regierungskrise in Südafrika. Das sind doch mal Nachrichten. Und ihr seht, die kosten alle Geld. Und das wird mir unten abgezogen. Jetzt habe ich also noch ein bisschen weniger Geld und habe dafür aber tolle Nachrichten. Die werden jetzt produziert und werden dann auch um 18 Uhr gesendet. Da geht nämlich die erste Sendung zum Start. Und kurz davor will ich noch hier auf dieser Übersichtskarte euch zeigen. Hier ist nämlich mein Sender. Der befindet sich irgendwo hier in der Pampa mit, das kann man gerade mal anzeigen, ich glaube 5 Millionen Zuschauern. Genau, ein Sender.
Und ich möchte jetzt mich noch ein bisschen erweitern, bevor es losgeht. Und das macht man am besten, indem man sich einen zweiten Sender kauft. Und ich hatte jetzt vorhin bei einem Test hier irgendwie eine Stelle gefunden mit 3,9 Millionen Zuschauern und 100.000 Dollar. Das ist eigentlich das Beste, was man erreichen kann. Und ich versuche jetzt diese Stelle zu finden. Ach, ich glaube, da war sie. Mist. Ach, und das ist mit der Maus hier sowas von blöd. 3,9. 3,9. Nehme ich. Ihr seht, ich habe einen neuen Sender gekauft. Hab jetzt fast keine Kohle mehr. Aber ist nicht so wild. So, jetzt schnell weiter zum Sendeplan. Ihr seht jetzt hier Kultur heute. Das ist jetzt, wird heute gesendet. Dann haben wir hier so eine Serie, Maler unserer Zeit, mit Frau Modersohn Becker als Quotenfrau. Ach du Scheiße. Gute Kritik, schlecht in der Presse und da unten seht ihr noch den Wert. Und das ist natürlich eine sonstige Serie. Hier haben wir dann Kultur, Wohnen am Atomkraftwerk. Immer weniger Menschen wollen noch auf die Vorteile eines modernen verzichten. Ja, auch nicht schlecht. Und hier seht ihr, das ist auch ganz hoch im Kurs bei Betty. Nämlich Betty ist die Dame, deren Herz wir erobern wollen. Und ja. Und hier sind jetzt noch ein paar andere Serien. Ich werde das noch ein bisschen umbauen, was wir heute an dem Tag senden. Aber ich muss erstmal hier dafür euch noch die anderen Funktionen zeigen, die jetzt erstmal wichtig sind. Nämlich hier die Filmagentur. Da fahren wir jetzt mal hin. Und hoffen, den ein oder anderen guten Film zu kaufen. So, und da gibt es so ein paar Filme, die ihr mit Sicherheit auch kennt. Nämlich hier Die Vögel. Citizen Kane. Chroniken eines angekündigten Todes. Okay. Oh, das mit der Maus ist schwierig. Ein Colt für alle Fälle, also auch Serien. Und hier so ein alter Shit halt. Hier auch FSK 18. Muss man auch aufpassen, dass man die Sachen nicht zu früh sendet. Kampfstern Galactica, okay. Ihr seht ja, ich habe nicht so viel Geld. Deswegen kaufe ich mir jetzt einfach mal Citizen Kane. Der kostet nur 10.000. Und hier war irgendwo noch La Strada. Für 18.000. Ja, die beiden kaufe ich mir. Und jetzt ein beliebter Trick. Raus und wieder rein. Weil er hat ja neue Filme. Und mal gucken, vielleicht ist was Gutes Neues dazugekommen. Dr. Zhivago. Oh, auch ein toller Film. Den nehme ich mir auch mit. Der kostet nämlich nur 25.000 und ist relativ lang. So, und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie verdient man denn hier jetzt das Geld? Und das geht nur über Werbeverträge. Und ihr seht jetzt, ich fahre erstmal schnell die Werbeagentur. Ich habe jetzt hier 0,62 Millionen Zuschauer. Und dafür kann ich mir natürlich Werbung holen. Jetzt ist da jetzt schon leider einer drin. Muss ich kurz warten. Ich kann gar nicht so lang warten, weil ich muss die ja noch einsetzen. So, hier, es ist ein bisschen... So, jetzt waren wir hier für tolle Verträge, zum Beispiel hier. Seht ihr, ich kriege 12.500, muss zwei Spots senden. Die Zuschauer sind eigentlich egal, da kann auch gar keiner zuschauen notfalls. Aber ich will natürlich was Ordentliches. Hier, La Baguette ist sehr gut, nehme ich mit. Advent Travel, 5 Spots für 80.000. Aber die wollen auch, dass ich... oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Die wollen natürlich dann auch hier Actionfilme und sowas. Da kann ich jetzt nicht mit dienen. Ich brauche jetzt erstmal hier was Billiges. Hier habe ich 5 für 27.000. Ich glaube, ich nehme mal dieses TWA mit. Und was haben wir hier? 30.000 mit 0,5. Ist auch gut. 1 Million. Bike Shop ist immer toll. Gibt nämlich keine Strafe, selbst wenn man nicht sendet. So, jetzt muss ich schnell ins Büro, um diese Werbung auch einzubauen. Dass wir da auch davon auch was haben. Hier ins Büro. Und ja, auch wenn ich das jetzt ein bisschen schnell erzählt habe, es gibt noch eine Menge zu entdecken im Spiel, aber das kommt ja alles dann mit der Zeit. Und deswegen warte ich da einfach ein bisschen. So, und ihr seht, ich baue jetzt hier einfach den TWA-Werbespot ein. Und ja, ist egal, wie viele Leute zuschauen, das schaffe ich also auf jeden Fall. Und ja, ich nehme mal an, hier bei dem zweiten mache ich das Ganze gleich. Dann nehme ich auch mal den TWA und dann hier Wohnen, Atomkraftwerk, da interessiert sich ja kein Mensch für. Das machen wir alles weg und auch diese Malersendung, alle Blödsinn. Hier gibt es immer einen richtig ordentlichen Film jetzt, nämlich einen Monumentalfilm. Hier Dr. Zhivago, hier 20 Uhr und dann machen wir hier, also ihr seht ja auch die Filme, die ich habe. Sorry, wenn ich da gerade ein bisschen schneller das Ganze mache, weil die Zeit drängt hier halt ein bisschen im Spiel. Also ich habe hier verschiedene Genres. Und ich würde sagen, zum Schluss, heute Nacht gibt es dann nochmal hier der dreidimensionale Mensch. Wobei, nee, ich mache nochmal Kultur heute, also die gleiche Sendung, die ich hier ganz früh schon gesendet habe.
Aber das ist nicht so schlimm. Dann machen wir einfach hier den Spot hin, wo eh keiner zuschauen will. Und dann kriegt man einfach ein bisschen Geld. Und jetzt seht ihr hier 1,9 Millionen Zuschauer bei den Nachrichten. Und jetzt gleich schwenkt es über auf diese Serie. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute zuschauen. Und welche Werbespot ich senden kann. 0,71. Da könnten wir doch jetzt den Werbespot mit der 500.000 senden. Habe ich da einen mitgenommen? 500.000, genau. Durban. Oder Duban, besser gesagt. Ja, und wie gut jetzt der Dr. Zhivago-Film ankommt, das sehen wir beim nächsten Mal.